Ein bisschen Spaß muss sein, auch mitten in der Pandemie. Als der Europapark in Rust im vergangenen Mai nach dem Lockdown wieder öffnete, waren seine Fans schnell wieder da. Tickets gab es nur online, in begrenzter Zahl. Und das Personal wachte freundlich, aber bestimmt über die Hygienevorschriften. Natürlich hat die Maske und die Abstandsregelung nicht unbedingt dazu beigetragen, dass das Thema Service leicht umzusetzen ist. Aber wir haben viele Schulungen durchgeführt. Aber es war natürlich eine schwere Zeit, weil doch auch das Gesicht eine ganz wichtige Rolle spielt im Miteinander, nicht nur unter den Mitarbeitern, sondern eben auch in Bezug auf das Gastverhältnis. Aber wir haben auch da viele Schulungen durchgeführt, on the job, haben versucht, mit dieser Situation umzugehen. Das Deutsche Institut für Servicequalität und NTV finden Spitzenservice in der Krise. Der Europapark ist einer der Preisträger beim Deutschen Servicepreis 2022. Insgesamt wurden über 1.400 Unternehmen anhand von knapp 8.000 verdeckten Testkontakten und nahezu 130.000 Kundenmeinungen unter die Lupe genommen. Die Herausforderungen für guten Service waren schwierig. Von Lockdown im stationären Vertrieb bis zur Öffnung war alles mit dabei. Deswegen ist es umso wichtiger, den Kunden flexibel zu erreichen, sowohl vor Ort bei schwierigen Bedingungen, aber insbesondere auch telefonisch, per E-Mail und im Internet. Knauberstrom macht der Konkurrenz vor, wie Kundenkontakt in der Krise funktioniert. Der Stromversorger aus Bonn verkauft bereits seit Jahren ausschließlich Ökostrom aus Wasserkraft. Und das zu weiterhin stabilen Preisen. Im Kundenkontakt setzte Knauberstrom von Anfang an ganz auf Telefonkontakte, was dem Unternehmen in der Pandemie geholfen hat. In der Telefonie sind wir da weiterhin stark. Das heißt, wir konnten relativ flexibel ins Homeoffice schwenken und auch da funktionieren die Telefone. Und die persönlichen Ansprechpartner sind ja dieselben. Das heißt, ob man im Büro sitzt oder zu Hause, ist das Gleiche. Auch Knauberstrom gehört zu den Preisträgern des Deutschen Servicepreises 2022. Wie zum Beispiel auch der Buchhändler Thalia in der Rubrik Freizeit und Erholung. Die Direktbank Comdirect im Segment Finanzen und Jump House im Bereich Sport und Bewegung. Insgesamt sind die Kunden zufrieden mit dem Kundenservice, auch und gerade in der schwierigen Situation. Das heißt, die Unternehmen haben offensichtlich auch einen guten Job abgeliefert. Zum Beispiel auch Formbar. Das Saarbrücker Unternehmen fertigt ungewöhnliche Designermöbel zum Selbstkonfigurieren und hat mit seinem Konzept die Kunden überzeugt. Resultat: Rekordumsätze und der Deutsche Servicepreis 2022 in der Kategorie Einzelhandel Wohnen. Der Mensch hat sich schon immer individuelle Lösungen gewünscht. Ob nach Maß oder so, wie es einem gefällt. Das hat sich nicht geändert. Aber die Technologien haben sich geändert. Und wir vernetzen genau das, denn nämlich die Möglichkeiten, sich sein Möbel frei zu formen mit regionalen Fertigungskapazitäten. Der Deutsche Servicepreis 2022. Ein Qualitätslabel für Unternehmen, die in der Krise bestanden haben und mit besserem Service aus ihr hervorgehen wollen.